So, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Robozockt Minecraft Feed the Beast Sky Factory. Pass auf, Problem gelöst. Und zwar muss bei den Exportern die Flüssigkeit rein. Und das ist halt, du brauchst einen Eimer von dem Zeug. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Eimer Biodiesel reinmachen, zack, sagt er, oh, da ist ein Eimer drin. Das heißt, ich habe es nicht umgestellt. Jetzt. Fluid, ich habe den jetzt aber so eingestellt, dass er only worked with Redstone-Signal. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, springt der gute Gerät an. Und dementsprechend 7500 wieder. Always active. Jetzt brauchen wir einen Power Monitor. Display, so kann ich. Nein, wir brauchen. Wir brauchen den hier. Glaube ich. Der kommt jetzt dorthin. Capacitor Bank. Control. When the Reds. Ernsthaft? Was passiert, wenn ich den. Nee, das geht nicht. Auto. Pass auf, die Autosieve, die brauchen wir nicht mehr. Crafter T3. Das ist der falsche. Er sagt jetzt ungefähr einen halben Füllstand. Ja, kommt ungefähr hin. Aber das ist. Ich meine, das ist der falsche. Das Ding fehlt. Das habe ich gerade gebaut gehabt, ne? Links und rechts fehlt. Was? Ernsthaft? Nein. Ich glaube, das ist der richtige. Network. Ah, ja, okay. Das wäre wieder die Geschichte. Da brauchen wir halt nur einen. Ping. So. Genau.
80%, 10%. Gib ein Redstone-Signal aus, wenn du unter 10% bist, stopp mit der Ausgabe, wenn du über 80% bist. Das heißt, nee, machen wir nicht. 80%, 50%. Oder? Ja, doch, machen wir 50%. So, das heißt, wir brauchen jetzt Redstone. Nein, nicht Redstone, sondern nicht Redstone, sondern das heißt doch Red Alloy, ne? Oder Wire. Das da. Was? Das ist hier. Wieso soll das Work in Progress sein? Aber ich glaube, 24 reichen gar nicht. Darf sich nicht damit verbinden. Kannst du die tatsächlich nicht mehr oben drüber legen? Die funktionieren nicht mehr so, wie ich gedacht habe. Deswegen habe ich die wahrscheinlich auch nicht gebaut. Transmitter. Wireless Range plus minus 4 GP. Red String. Yippee-yay! Minecraft ist mal wieder abgeschmiert. Dann gibt es mal wieder eine ganz kurze Folge. Leider Gottes. Und ja, dann schauen wir mal, dass ich das Problem irgendwie gefixt kriege. Ich muss jetzt nochmal reinschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich würde aber sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.